Hallo und herzlich willkommen. Alex T. Fenris von Der dritte Spieler. Hinter der Kamera und vor einem Xbox One Spiel. Ausgepackt, was ist in dieser Spielepackung drin? Und heute nehmen wir uns Dead Rising 3 vor. Eins der ersten Xbox One Spiele, die jetzt rausgekommen sind. Eins von den drei Exklusivtiteln für die Xbox One. Die anderen beiden: Forza Motorsport 5 und Rise, Son of Rome. Dead Rising 3 hat von der USK keine Freigabe in Deutschland erhalten. Das hier ist die PEGI-Fassung aus dem europäischen Umland. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Dead Rising 3 in absehbarer Zeit nach dem offiziellen Release-Termin, welcher der 22. November 2013 ist, gleichzeitig mit der Xbox One-Konsole, dass es wahrscheinlich ziemlich bald indiziert sein wird. Wir wollen aber mal einen kleinen Blick in die Spieleschachtel werfen und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar zum einen die Größe. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Schachteln als Beispiel genommen. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine PlayStation 3 Spielehülle. Anderes Cover ist jetzt ein... Es hat in etwa dieselbe Größe wie eine PlayStation 3 Spielehülle, zumindest von der Höhe her. Wobei die Xbox One Hülle minimal größer zu sein scheint. Minimal. Es ist wirklich gerade mal vielleicht, wenn es hinkommt, ich versuche das mal ein bisschen ran zu zoomen. Kann man es erkennen, ungefähr ein Millimeter ist das, wenn überhaupt. Minimal größer als die PlayStation 3 Hüllen. Allerdings ein bisschen dünner. Ich hoffe, das kann man jetzt gut erkennen vor dem Hintergrund. Ein bisschen dünner. Ungefähr wie eine Blu-ray. Moment, ich habe da mal was vorbereitet. Bester Film aller Zeiten. Ja, kommt in etwa hin. Ja, also in etwa genauso dick wie eine handelsübliche Blu-ray-Hülle. So, haben wir das Ganze schön eingepackt. Was direkt auffällt, ist der Xbox One-Schriftzug. Der ist wie beispielsweise bei den bei den PlayStation 3-Spielen ist es nicht mehr der Fall. Da war oben eine Zeit lang der PlayStation 3-Schriftzug zu sehen, beziehungsweise das Logo. Dann hatten sie es dann im oberen Teil vom Cover mit drauf. Jetzt ist bei den PlayStation 3-Spielehüllen nur oben rechts dann noch als Silhouette erkennbar die das Blu-ray-Symbol. Hier ist das Xbox One nicht nur aufgedruckt auf der Hülle, es ist quasi hervorgehoben. Ich denke mal, das lässt sich gleich am besten zeigen, wenn ich das Ding jetzt hier gerade mal von seiner Plastikummantelung befreie. Ja. Friemelig. Damit, es wehrt sich. Es geht mit sowas immer behutsam um. Es gibt Leute, die gehen einfach mit der Klinge rüber und nach Motto ist ja nur eine Packung. Nein, das kommt für mich nicht in Frage. So. Laufseite. Wie es sich gehört. So. Das war bei den Spielen auf der allerersten Xbox so, das war bei der Xbox 360 so. Auch hier wird es beibehalten, dieses tolle Siegel. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. So, ich werde versuchen jetzt mal wieder das Teil abzupiddeln. Oh, das geht ganz gut. Der Klebstoff scheint auch diesmal nicht ganz so penetrant zu sein. Nein, hinterlässt keine Spuren. Kann man, wenn man geschickt zu Werke geht, lässt sich der ohne Rückstände abziehen. Oh, ups. Fühlt sich ein bisschen kantiger und eckiger an hier an den Kanten und Ecken. Was ich zeigen wollte, ist
folgendes. Ich schalte das jetzt mal ein bisschen gegen das Licht. So kann man es vielleicht eher sehen. Es ist ein bisschen hervorgehoben. Lassen wir mal den Zoom arbeiten von der Kamera. Autozoom, ja, da ist er. Es ist hervorgehoben. Ich bitte die schlechte Beleuchtung zu entschuldigen, aber die Lichtverhältnisse draußen sind nicht wirklich berauschend. Ich muss ein bisschen improvisieren. So, der große Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ha! Das ist eine Überraschung. Bisher ist man es gewohnt, dass die Disk auf der rechten Seite ist und Anleitung, die Größe, Dingskirchen auf der linken Seite. Das ist jetzt umgekehrt. Wir haben die Disk. So, und direkt zur ersten Sache. Wenn wir uns die Disk mal ganz genau anschauen, finden wir keinen Hinweis auf das Speichermedium. Angesichts der Größe von der Installation, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel es jetzt genau benötigt. Das steht hier jetzt nicht drauf, warum auch. Mehrere Gigabyte, mehr als eine DVD fassen würde. Ich gehe nicht davon aus, dass das hier eine DVD ist. Aber es steht auch nirgendwo drauf, dass das hier eine Blu-ray ist. Nein, nein. Auf der Rückseite ist nichts zu finden, keins von den üblichen Symbolen, das irgendwie darauf hindeuten würde, dass es sich hierbei um eine Blu-ray handelt. Auf der Vorderseite ebenfalls nicht, auf der Rückseite ebenfalls nicht. Auf der Disk auch nicht. Was haben wir hier? Das ist keine Anleitung. Das ist ein Code für 3 Tage Xbox Live Gold. Das war's. Es gibt keine Anleitung. Microsoft geht den Weg weiter, den sie seit einiger Zeit schon eingeschlagen haben. Keine gedruckte Anleitung. Ich sehe nicht von vornherein, wie viel Platz die Spieleinstallation auf der Xbox One Festplatte belegen wird. Steuerung etc. Alles, was ich mir vor dem Release vielleicht mal angucken könnte. Nein. Tutorial dann wahrscheinlich only. Zu Tutorial habe ich bei passender Gelegenheit noch was zu sagen, aber das nicht an dieser Stelle. Dafür kann man scheinbar nicht genug Papier haben. Es gibt einen alphanumerischen Code, 25 Zeichen und einen Barcode. Der Barcode unten rechts in der Ecke auf der Rückseite dieses Gutscheins lässt sich höchstwahrscheinlich mit der Kinect-Kamera einlesen. Dead Rising 3 für die Xbox One, nur für die Xbox One, für keine andere Konsole. Einer der Starttitel. Und mehr gibt es hierzu eigentlich nicht zu sagen. Außer, danke für eure Aufmerksamkeit, mein Name ist Alex DeFenris für Der dritte Spieler. Recht schönen Dank. Auf Wiedersehen.